In der ersten Folge von Balkanstadt Balkonien waren wir an der bulgarischen Schwarzmeerküste unterwegs und haben festgestellt, dass uns Golfen nicht so unbedingt liegt, aber Abhotten am Strand können wir ganz gut. Heute geht es weiter nach Skopje in Mazedonien, zu alten Forst, leckerer Küche und komischen Figuren auf Bergen. Letzten Drücker, weil wir jetzt noch schnell Geld abheben, ein Taxi besorgen, das Ticket kaufen und dann den Bus nehmen, wo wir gar nicht wissen, wo der abfährt. Aber gehen wir schnell. Wir sind ja erfahrene Backpacker. Dobar den, hier aus Skopje, der Hauptstadt Mazedoniens. Zweite Station unseres Trips, Balkanstadt Balkonien. Jetzt hier live vom Balkon des Unity Hostels in Skopje. Ja, sieht hier noch etwas quadratisch aus, globig. Aber ich habe gehört, es gibt noch einiges zu entdecken hier. Deswegen mal los in die Stadt, oder? Auf geht's. Auf geht's. Skopje ist die Hauptstadt der Republik, welche zwischen Bulgarien und Albanien liegt. Die Stadt hat eine über 2000-jährige Besiedlungsgeschichte vorzuweisen. Ach, wirklich? Ja, habe ich gerade bei Wikipedia nachgeschlagen. Unsere erste Station der Stadt, das war Saarviertel, ein Zeugnis der osmanischen Zeit. Mit Moscheen, Märkten und... Cevapcici. Das Wahrzeichen von Skopje ist die steinerne Brücke, die bereits im 15. Jahrhundert erbaut wurde. Was sich jedoch rundherum befindet, erinnerte uns eher an Disneyland. Neu erbaute Monumente, die nicht nur teuer waren, sondern in regelmäßigen Abständen für Spannung mit den Nachbarländern sorgen. Die Fontänen sind im Sommer jedoch ganz angenehm. Den schönsten Ausblick hat man von der Kale-Festung, die auf einem Berg über der Stadt thront. Ein guter Spot für den Sonnenuntergang, von dem uns nur ein kühles Skopsko abhalten kann. Weiter geht die Suche nach frischem Bier und bromantischen Sonnenuntergängen in der nächsten Folge in Tirana, der Hauptstadt Albaniens. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert diesen Kanal auf YouTube und werdet Fans auf Facebook. Bis bald und na zdrave!